Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zombie. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, kurz vor unserer ersten Expedition an die Oberwelt. Wir sind hier in diesem Bahnhofskomplex gefangen. Das heißt gefangen, wir verkriechen uns hier sozusagen. Und jetzt schickt uns unsere innere Stimme oder was das auch immer ist, an die Oberfläche. Wir gucken mal, was uns da erwartet. So wie es aussieht, gehen wir immer wieder an die Oberfläche, erledigen dort Missionen und gehen dann wieder zurück in den Bahnhof, um dort im Endeffekt ja wieder sicher zu sein. Zombie hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Echt? Kannst du so viele Schränke durchsuchen? Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Aha. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Hier gibt es so viel zu looten, was mir aber allerdings enttäuscht ist, halt, dass echt kaum was zu finden ist. Brick Lane Markt. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Was für Verteiler? Ich glaube, der war noch nicht tot. Jetzt ist er ganz sicher tot. Also ich finde, ich weiß ja auch nicht, was man hier alles looten kann. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es Nein. geht um dein Leben. Bin ich nicht. Du bist übrigens gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Oh. Bin gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen? Ja. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Nein. Und was mache ich jetzt? Kommt irgendwo hoch? Nö. Da ist nichts drin, ey. Nirgendwo ist was drin. Kuckuck, hallo. Tust du mir was? Okay. Ein Schlag und er ist tot. Nichts. Im Müll ist wie immer nichts zu finden. Hallo? In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Wow. Klickspielchen, das ist ja. Wo sehe ich denn eigentlich die Verteiler? Hab sie. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Hey.
Man muss es bei der Zombie-Apokalypse immer dunkel sein. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Wow. Sind einige Punkte aufgegangen. Ich glaube, da erwartet uns einiges. Infizierte, Infizierte. Leuchtraketen. Dann springen wir mal hier runter. Komm her. Haben die überhaupt irgendwas dabei? Oh. Wer hat was dabei? Was haben die dabei? Kuchen. Einen Kuchen. So. Das braucht man nicht. Aber so einen Kuchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Munition können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wie gesagt, ich will jetzt... Saft. Ich will jetzt noch relativ wenig eigentlich um mich herum schießen. Weil ich denke mal, Munition wird es nicht viele geben. War halt gerade ein roter Punkt. Und das wird auf jeden Fall Mangelware sein. Kommen wir hier rein? Nee. Oben drüber. Das ist wieder Leuchtmunition, die können wir nicht gebrauchen. Was gucke ich überhaupt hier rein? Ich lasse es einfach. Hey, der war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Ja. Und zu. Das ist eine Pinata. Oh, das war unsarkastisch. Autsch, das hat er mich wirklich noch Schaden gemacht. Okay. Oh, wir können ja das mal essen. Mittel, klein. So, die unsere Gesundheit überhaupt nicht auffüllen. Okay, das macht wenig einiges. So, jetzt haben wir wieder volle HP. Sollten unser... Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Da haben wir doch den Hammer. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Klau, was du kriegen kannst? Ich würde gerne mal eine andere Waffe bekommen. Das wäre was Tolles. Boah, Klickspielchen.
Oh, da ist ein roter Punkt hier in der Nähe. Muss irgendwo ein Zombie auf jeden Fall sein. Da ist er. Also wie gesagt, wenn sie jetzt einzeln sind, ne? Das sind ja relativ einfach zu handhaben, aber ich denke mal, wenn sie in Massen kommen, hast du keine Chance mehr. Wisst ihr, was mir alles plündern kann, ey? Alles leer, ey, Jungs. Gib doch mal ein bisschen mehr Loot. So ein bisschen was wenigstens. Wenn du den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Scanning. Da ist der Kasten. TV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Dann geht's wieder zurück, würde ich sagen, oder? Das war's schon. Kommt der plötzlich her? Wie es aussieht, können die Waffen. Nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safe House. Können die Waffen noch nicht kaputt gehen? Wie es aussieht, können die Waffen noch nicht kaputt gehen? Wow, ist das für ein Teil? Macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. Los, raus da! Das Elektropucke-Zombie. Was ist der? Ey, aber. Wow. Was ist ein Elektro-Zombie irgendwas? Von da kamen wir, oder? Rauch. Strom. Ja, ich möchte ins Safe House zurück. Kommt jetzt irgendwas Interessantes aus der Sequenz? Kann ich die überspringen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich die überspringen kann. So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält dir alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Okay, dann können wir mal das hier, Munition, haben wir 20 Schuss dabei. Scheiße, gerade rechtzeitig, da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar!
Hallo. Ey, teilweise halten die echt wahnsinnig aus, ey. Halt auf das Radar auch schon. Nein! Nicht mich angreifen! Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man Sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was Ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. So, Angriff ist abgewehrt. Wir haben die Welle triumphreich erledigt. Da kommt noch mehr. Ach so, die Welle ist sogar abgewehrt. Wow. Die hat mich jetzt erschrocken, ne? Stirb doch! Mann! Irgendeiner versucht, deine Tür kaputt zu machen. Da ist er. Aber keine Ahnung. Gut gemacht. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Sind schon ein paar durch? Wo sind sie? Ah, wieder in dem Raum. Sag mal, ist das hier der Zombie-Versammlungssaal? Ey, ich hab doch... Das war's, die Luft ist rein. Mach eine Pause. Du hast sie dir verdient. Ja, ich mache auf jeden Fall eine Pause. Leg dich hin. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Ist mir wohl voll verdient hier. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein. Während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Buckingham Palace. Du musst rein in den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt. Ja, verstehe ich nicht. Brick. Brick Lane Markt. Der hat noch eine Pistolenmunition, eine Schokolade, oder habe ich die da gefunden? Verstehe ich nicht, was ich da machen kann. C und V.
Hinsetzen, E-Info. Okay. Ja, dann geht's auf zum Buckingham Palace. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Es passt relativ gut. Die Folge ist jetzt ungefähr 20 Minuten lang. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und wenn es euch ganz toll gefallen hat, auch gerne ein Abo. Und ich würde gerne wissen, ob es euch überhaupt gefällt oder ob ich mir lieber ein anderes Projekt suchen soll. Ich bin mal gespannt auf die ersten Tests von GameStar und so weiter zum Spiel. Wie gesagt, von der Grafik her, man merkt halt schon, dass es älter ist. Ne? Die Texturen sind jetzt nicht so überzeugend. Und bisher macht es eigentlich Spaß, muss ich sagen. Aber mal gucken, was kommt an Missionen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Oder nicht? Ciao, ciao, euer Blugraum.